Wir haben heute früh zunächst einmal unseren herzlichen Glückwunsch an Dieter Reiter ausgesprochen. Er hat einen überzeugenden Sieg bei der Stichwahl in München erringen können. Und wir freuen uns sehr, dass auch in anderen weiteren bayerischen großen Städten, wie beispielsweise auch in Erlangen oder Regensburg, die SPD hier mit ihren Bewerbern wirklich einen sensationellen Sieg herstellen konnte. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir gerade im bayerischen Land, in dem wir nicht immer die besten und einfachsten Ausgangslagen haben, doch hier eine am Ende in Summe sehr zufriedenstellende Kommunalwahl erreichen konnte. Wir hatten am Wochenende des Weiteren eine wunderbare Auftaktveranstaltung unseres Europawahlkampfs der SPD in Hamburg bei wunderschönem Wetter mit über 1000 Gästen. Und jetzt ist es endgültig soweit. Wir gehen in einen Wahlkampf und die Entscheidung heißt Juncker oder Schulz. Und diese Besonderheit haben wir einer kleinen, ich will mal sagen, demokratischen Revolution für Europa zu verdanken, nämlich, dass wir die Möglichkeit haben, wie wir es ja nicht müde werden zu betonen, den EU-Kommissionspräsidenten quasi in diese Europawahl erstmalig mitzuwählen. Und nun heißt also diese Wahl zwischen Martin Schulz einerseits und Jean-Claude Juncker andererseits, also das heißt zwischen der Frage Steueroasen trockenlegen oder einen Herrn Juncker aus dem Steuerparadies Luxemburg an die Spitze Europas zu stellen. Die Frage ist Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit und für ein gerechtes Europa. Und wir sind uns sicher, dass wir mit Martin Schulz hier einen Kandidaten haben, der sich nicht nur voll ins Zeug legen wird, der in allen Bundesländern einen Auftritt und eine Veranstaltung haben wird, sondern der auch einen echten europäischen Wahlkampf und eine echte europäische Kampagne unserer Partnerländer unterstützen wird. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, ihn vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu begleiten, denn er ist quasi das personifizierte Europa und tritt auch in anderen Ländern, wie Sie wissen, aufgrund seiner fulminanten Sprachkenntnisse immer sehr, sehr authentisch und sehr bürgernah auf. Ja, zum Weiteren freue ich mich darüber, dass wir in dieser Woche am Mittwoch den Mindestlohn nun endlich auch ins Kabinett bekommen. Damit werden auf einen Schlag 4 Millionen Menschen künftig eben nicht mehr zu Dumpinglöhnen arbeiten müssen, sondern mindestens einen Lohn von 8,50 Euro erhalten. Wir stehen zu dem flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn ohne Ausnahmen. Das haben wir gesagt, das haben wir versprochen und das werden wir jetzt auch halten. Und der Koalitionsvertrag regelt dazu ja auch Genaueres. Wer darunter fällt, es wird jetzt so sein, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im volljährigen Alter auch in den Genuss dieses Mindestlohns kommen. Und im Übrigen möchte ich auch noch mal an der Stelle gerne unterstreichen, dass das Politbarometer uns ja in der Entwicklung dieser Frage auch noch mal Rückenwind gegeben hat. Die Umfragewerte zu diesem Punkt sind noch mal gestiegen. Inzwischen befürworten 82% aller Befragten die Einführung eines solchen Mindestlohns. Zuletzt, das Thema Doppelpass ist etwas, was uns als SPD ja auch sehr bewegt. Auch hier haben wir eine gute Nachricht. Für das Gros von etwa 40.000 Jugendlichen jährlich wird es nun eine Erleichterung geben. Die Optionspflicht entfällt faktisch. Sie werden also quasi gar nicht mehr danach gefragt, sondern erhalten den deutschen Pass. Und das ist auch gut so. Ich sage Ihnen auch an dieser Stelle in aller Klarheit, die Klagen über ein angebliches Bürokratiemonster, die kann ich nicht nachvollziehen, die halte ich für unberechtigt, sondern wir sollten hier uns verdeutlichen, welchen großen Schritt wir in ein modernes Staatsbürgerschaftswesen damit gehen. Ich mache keinen Hehl daraus, dass die SPD sich natürlich auch die letzten 3% gewünscht hätte und den totalen Wegfall der Optionspflicht. Aber ich finde, 97% in einer großen Koalition lassen sich auch schon mal sehen. Zuletzt vielleicht noch zu einem etwas natürlich besorgniserregenden Thema, nämlich der Krise in der Ukraine. Das ist eine nach wie vor angespannte Situation. Es gibt hier und da auch Zeichen der Entspannung, die wir positiv aufnehmen.
seien es die 500 OSZE-Beobachter, die Russland für die Ostukraine, der Russland zugestimmt hat, die Gespräche zwischen Lavrov und Kerry. Und trotzdem bleibt es natürlich dabei, dass wir mit großem Fingerspitzengefühl diese Krise weiter begleiten müssen und dass wir auch die Sorge der östlichen Bündnispartner nachvollziehen können und als berechtigt verstehen. Deswegen werden auch Routineoperationen in den Bündnisgebieten verstärkt. Aber ich will es bei dem Wort lassen von Helmut Schmidt, 100 Tage miteinander reden sind allemal besser, als auch nur eine Minute aufeinander zu schießen. Und deswegen darf es natürlich auf gar keinen Fall zu einer militärischen, zu einer Eskalation und einem Automatismus kommen oder geschweige denn zu einer militärischen Eskalation dieser Situation. Soweit erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Herr Dausend. Ich habe eine Nachfrage zu dem letzten Punkt, den Sie angesprochen haben, nämlich zur Ukraine-Krise. Der verstärkte Schutz an den Außengrenzen der NATO, der ja jetzt morgen bei dem Außenministertreffen wahrscheinlich verabredet wird, ist ja etwas, was Frau von der Leyen in der letzten Woche schon zum Ausdruck gebracht hat oder zum Thema gemacht hat. Herr Gabriel hat sie massiv dafür kritisiert. Jetzt entnehme ich Ihren Worten, dass die SPD dem zustimmt. Was hat diese Änderung in der Haltung bewirkt? Nein, ich glaube, dass es schlicht und ergreifend ein Missverständnis ist. Unsere Haltung hat sich in dieser Frage nicht geändert. Wir stimmen lediglich den Routinemaßnahmen zur Beobachtung in den baltischen Staaten und an anderer Stelle zu. Das haben wir auch vorher nicht abgelehnt. Ja, aber Frau von der Leyen, wenn ich mal nachfragen darf. Frau von der Leyen hat nichts anderes gesagt als dem Wunsch der baltischen Staaten und dem Wunsch Polens zu verstärktem Schutz, Air Policing, nachzukommen. Herr Gabriel hat sie massiv dafür kritisiert. Jetzt heißt es, es gab gar keinen Dissens. Ich glaube, dass es den doch gab. Gab es ein Gespräch zwischen Herrn Gabriel und Frau von der Leyen? Wissen Sie das? Das müssen Sie Herrn Gabriel selber fragen. Aber ich glaube, dass einfach Frau von der Leyen sich vielleicht dann etwas sehr missverständlich ausgedrückt hat. Frau Müller. Frau Fahimi, Sie haben gerade gesagt, beim Thema Ukraine, das müsse man mit Fingerspitzengefühl begleiten. Hat die SPD eigentlich das Gefühl, dass Altkanzler Schröder das mit Fingerspitzengefühl begleitet? Ja, das ist jetzt auch nicht Gegenstand unserer Überlegungen, sondern ich rede natürlich vor allem von unserem Außenminister, den wir glücklicherweise in Deutschland wieder haben. Einen Außenminister, der das Geschäft nicht nur der Diplomatie, sondern eben auch das Fingerspitzengefühl in den Verhandlungen und in der gesamten Gladiatur der Friedensarbeit und einer Politik der Besonnenheit und des Dialogs ausrichtet. Und das ist der Schwerpunkt, auf den wir uns dort ausrichten. Und er hat selbstverständlich die volle Unterstützung des Vizekanzlers und der Kanzlerin, soweit mir jedenfalls bekannt ist. Und das ist das, worauf wir setzen und was jetzt auch in dieser Krise die maßgeblichen Akteure sind, die wichtig sind, um das sozusagen wieder in etwas ruhigeres Gewässer zu überführen.